Die anderen Spieler sind auch nicht gerade besser. Bringe Licht in die Pyramide. Die Aufgabe hast du versucht, oder? Ja. Du bist dann doch... Was war denn das? Achso, da sollte man mit dem Cooper-Panzer da hochfliegen. Ja, so mache ich es. Das habe ich dann doch noch geschafft. Nach 4 Versuchen. Also, ich sag einfach hier... Der Stern befindet sich quasi auf der Spitze der Pyramide. Ich habe erstmal eine Minute gebraucht, um da hochzukommen auf das Ding. Und dann, ich bevorzuge es hier einfach hoch und dann hier so reinzuspringen von der Seite und dann hat man den Stern schon. Ja, man kann auch den langen Weg gehen. Oder man geht den langen Weg. Das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Also ich bevorzuge diesen Weg. Jetzt muss ich mal ganz kurz ins Lösungsbuch gucken, wie viele Münzen es da insgesamt gibt. 136, sagt das Heft. 40 davon kriege ich von Gegnern, okay. Aufgabe beweg dich in die Pyramide, ne? Janik, war doch jetzt, das, oder? Das... Oh, ich hab grad nicht aufgepasst. Gebe dich in die Pyramide, ja. Ja, ich hab's jetzt weggeklickt. Ja, das ist auch einfach. Halbwegs. Ich hasse es, da hochzukommen. Ich bevorzuge weder den Cooper-Panzer, wie so oft. Ja, der macht das hier da aus dem Stand sein Rückwärtssalto. Ja, so kommt man natürlich schnell in die Pyramide, da hast du recht. Diese Abkürzung darüber. Man muss ja in die Pyramide kommen und dann dort drin hochkratzen. Genau. Aber wahrscheinlich hat er da drin auch noch den Cooper-Panzer. Nein. Hier drin verlierst du ihn automatisch. Ah, das ist gut. So, hier werden wir natürlich noch ein bisschen öfters hingehen. Ich nehme bevorzugt eine kleine Abkürzung, die ich jetzt nicht geschafft habe. Ja, nimm den langen Weg, das ist kein Problem. Aber ich nehme trotzdem eine kleine Abkürzung. Ja, okay, die hätte ich jetzt auch nehmen können, aber... aber ich glaube, ich wäre fast zerquetscht worden. Ja, die Gefahr ist dann schon gegeben, aber es geht eigentlich noch. So. Dann mache ich mir so einen mega langen Weg, um da rumzugehen. Ja, rutscht der da rüber? Ach, genau! Jeder Depp, der kraxelt da oben an dem Geländer lang und der rutscht da rum. Komm, roll. Roll, 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 roll. Danke. Ach, genau. Macht er da seinen... Waldsprung. Dieser Waldsprung, ne? Und ist drüben, ne? Und der, und du wartest in der Ecke noch, ne? Auf dein Mittagsschläfchen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das viele machen. Und ich renne da einfach mal so am Eisgang am Rand, ne? Ja, es. Der da oben ist, ne? Aber die Kamera ist natürlich hier, genau. Genau, du. Das hat er jetzt nicht geschafft. So. Und da sind wir schon beim Stern. Ganz einfach. Da musst du ja eh nachher nochmal, hoch wegen. Den Münzen wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Ich bin gerade am überlegen, wo ich das einbaue. Ich werde es wahrscheinlich in Aufgabe 6 mit einbauen, weil da passt es eigentlich am besten. Lande auf allen 4 Säulen. Und, ja, kann man den Cooper-Panzer benutzen, aber man kann auch sowohl die Flugkappe benutzen. Jedem sein Seines. Und er nimmt natürlich den, Cooper-Panzer. So. Es heißt ja, lande auf allen 4 Säulen. Das hört sich erstmal komisch an, aber es gibt ja hier genau 4 Säulen. Einmal. Du musst einfach nur oben rüber. Genau, einfach oben drauf kurz sein. Sonst musst du auf den Aasgeier hier aufpassen. Der mich aber in der Regel nicht bekommt. So. Ja, hat funktioniert. Jetzt geht das Dach nämlich auf. Genau, hier und hier ist jetzt ein Loch. Und da surfe ich kurz rein. Jetzt. Begeben wir uns in die Pyramide quasi und gehen nach unten. Oder lass uns nach unten fahren. Die Aufgabe kennt, glaube ich, Yannick noch gar nicht. Nee, die sieht mir sehr unbekannt aus. Ich glaube, es ist jetzt die andere Seite. Also wir sind jetzt quasi in diesem Käfig, den hat man ja vorhin auch schon gesehen, in der Pyramide drin. Der fährt uns jetzt hier runter und jetzt sind wir quasi angekommen, damit wir hier reinkommen. Und hier rutschen wir jetzt runter. Und wecken hier mal ein paar Stein-Golems.
Schritte, Grabräuber, wer wagt es, den ewigen Frieden unseres Grabes zu stören? Jedem sei gewiss, dass wir diesen Privel mit aller Härte bestrafen werden. Unser Zorn wird ihn zermalmen und rasch gehe ihm bei, dass es schnell gehen wird. Ja, die beiden müssen wir erledigen. Yannick wird jetzt denken, wie soll das gehen? Ganz einfach, einer der geht auf mich zu und der andere kriegt von mir einen auf die Fresse. Und der soll mich aber nicht runterschmeißen. Jetzt geht es genau andersrum. Einmal ins Auge schlagen. Jetzt geht es andersrum, jetzt wird er mich zerschampfen. Und dann geht es jetzt so herum. Woo! Das war aber knapp. Ja. Also okay, gut, da kann er wirklich mal sterben. Ja. Weil hier ist auch wieder das Problem mit der scheiß Kamera. Ist die Kameraführung wieder mal so beschissen. Kennt so, man ja nicht die hören ja gleich auf wieder. So, dreimal reicht. Und der letzte ist ganz gemein. Der kommt jetzt auf mich zu. Beim dritten Mal. Achso, da muss man schnell genug... Da musst du schnell genug deine B-Taste ausholen. Wir sind besiegt. Du hast den Fluch des Pharaos gebrochen. Jetzt finden wir unseren verdienten Frieden. Nimm mal Sankt diesen Stern. Der da jetzt oben rauskommt. Aus dem Sarkophag. Ja. Und das war Stern Nummer 4 in diesem Level. Einfach. Hat er jetzt schon 13? Nee, 12. 12. In diesem Level. In dieser Aufnahme schon. Und wir sind bei 21 Minuten. Das ist schön. Also, da kommt noch ein weiter Weg. Aber wir schaffen gleich. Der nächste Stern ist die 11, ne? Finde die 8 roten Münzen. Und das hasse ich auf diesem Level. Das fängt nämlich schon beim Skat an. Genau. Die da hinten. Natürlich, da habe ich auf keinen Fall die 8 roten Münzen. Ich würde sehen, dass ich danach da hinten laufen muss. Und auch hier meint die Kamera wieder so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung zu machen. Sag mal, du ätzend da. So, deine eine Münze. 4 befinden sich in der Luft, das heißt, ich werde auf die Flugkappe nicht verzichten können. So. Die zweite befindet sich hier drin. Einmal hier hoch. Okay. Darum sieht man schon die 4. Ja. So, jetzt macht er natürlich erstmal die einfachen mit dem Panzer. So, ich brauche einmal den Panzer. Ich hoffe, dass ich ihn einmal nur brauche. Weil der Arsguy, der fliegt jetzt so tief. Wofür man hier die Kanone braucht, ich habe einfach keine Ahnung. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, wie ich die andere am besten hole. Ich habe da eine Idee. Aber ich hoffe mal, dass die Kamera mir jetzt da keinen Strich durch die Rechnung macht. So. Jetzt möchte ich aber den Panzer kurz verlieren. Sonst wird es problematisch. Der Tornado soll auch mal kurz verschwinden. Und zwar jetzt gehen wir hier drauf. Kommst du mir jetzt schon entgegen oder was? Ja. Zack, hier ist Panzer frei. So, da hinten ist sie. Und da ich ja mutig bin. So, jetzt muss ich mal kurz schauen. Da ist eine Flugkappe, okay. So viel zum Thema Kamera. Das war knapp. Und ich glaube, hier ist auch die Kanone, genau. Ich weiß nicht, wofür man die hier braucht. Ja, vielleicht kann man mit der Mütze losfliegen, so mit der Kanone. Ja, stimmt. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Genau. Hätte man mit der Flugkappe vielleicht direkt so sich hochkatapultieren können. Ja, es wäre, glaube ich, einfacher gewesen, aber erstmal weg hier. Das sieht mir hier viel zu gefährlich aus mit diesem ganzen Treibsand. Einmal weg hier, ey. So. Jetzt wäre es lustig, wenn er im Treibsand landen würde. Okay, da werde ich wahrscheinlich nicht mehr hochkommen. So, aber so komme ich wieder aus. So einen Panzer haben wir nicht mehr. Ich arbeite jetzt mit den Säulen einfach. Obwohl, die müsste ich so noch bekommen. Oder auch nicht. Schlau wäre es ja, wenn du jetzt über alle Säulen rübergegangen wärst und die Pyramide. Doch, die kriege ich noch. Die habe ich jetzt noch bekommen. Okay, kurz safe landen. Und dann wieder die Flugkappe nehmen. So, und einmal hoch. Einmal landen. Der Geier ist da hinten. Der Arsgeier. So, das ist dann Nummer 6.
Nein, du wagst es jetzt nicht, mir die Kappe zu klauen. Wo ist der? Ich sehe ihn nicht. Ich sehe die Münze auch nicht. Die war unter dir, du bist drüber geflogen. Ich bin drüber geflogen. Weil die könntest du jetzt trotzdem erwischen. Dann nehmen wir jetzt die noch mit. Jetzt heißt es landen. Hier ist es ganz gefährlich, weil der da hinten kommt mir gleich entgegen. So. So. Und Münze noch machen. Jetzt ist es eigentlich beschissen, dass genau jetzt die Animation kommt. Weil sonst hätte der Geier mir das schon klauen können. Okay, habe ich Glück gehabt. Ja, ganz schön. Jetzt hat er auf mich abgesehen. Einfach nur weg hier. Ey, einfach nur mal weg. So, jetzt hört die Kappe ja eh auf und jetzt müssen wir einfach noch da hinten wieder zurück. Mal kurz andere Ansicht wieder. So. Ja, da wo du stehst, kannst du stehen. Ja, deswegen, ich habe es mir gerade gemerkt, wo ich stehen konnte. So, so, so. Also wie gesagt, diese 8 Münzen sind so ein bisschen, ja, nicht meine Lieblinge. Das war auch knapp. So, dann mal wieder hoch und dann haben wir den Stern. Stern 60. Und immer noch nicht gestorben, Yannick. Da wartet er immer noch drauf, ey. Jetzt hat er die Hälfte geschafft. Die Hälfte der 120 möglichen. Aufgabe 6. Aber die 8 Sterne, die haben schon länger gedauert. Löse das Pyramidenrätsel. Puzzle steht da. Puzzle. Puzzle, Puzzle, ist ja egal. Englisch. Die meisten Wörter sind eh schon eingeenglischt. So, aber ich habe ja gesagt, wir machen noch nebenbei die 100 Münzen. 100 Münzen. Und dafür brauche ich auch diese rote. Ja, das wäre zum Beispiel schon mal der Anfang, ja, der kleine Anfang. Ja. So schwer ist es ja auch nicht, dahin zu kommen. Nur hier die 100 Münzen jetzt zusammen ist schon, ja, nervig. Und noch nicht ganz so einfach, weil Treibsand heißt Instant-Tod. Das heißt, man muss sich das gut überlegen. So, die Kiste halte ich jetzt ein bisschen zurück. Um die einfach in meiner Gegend zu halten. So, dich mache ich auch mal kurz platt. Hallo? Verlier mal in Höhe. Okay, der möchte nicht. Ja, so ist es auch eine Möglichkeit, in die Bombe reinzufliegen. Ist auch, nehme ich gerne an, habe ich kein Problem mit. So, die sind natürlich hier Katzenfutter. Nur ich glaube nicht, dass Mario eine Katze hat. Hier war, glaube ich, gar nichts drin. Auf das Leben pfeife ich da grundsätzlich. Auf diese Leben würde ich grundsätzlich pfeifen, ey. Die sind einfach zu riesig. Ja, ja. Die sind mit zu risikohaftig. So, da sind auch noch mal 3 Münzen drin. Scheiße. Bist du gleich auf den anderen Kasten? Ja, hätte ich machen können. Jetzt laufen mir natürlich die 3 Münzen alle weg. Wo ist die dritte? Ja, das ist du, glaube ich, schon. Okay. So, dann haben wir hier auch noch eine drin. Wie macht man die nochmal platt? Ich glaube, der Kopf direkt, dann sind die direkt platt. Ja, die geben einen Fünfer nämlich. Einen wertvollen Fünfer. Ja, davon gibt es 2, ne? Von diesen Kaktus-ähnlichen Dingern. Genau. Ups, die Münze. Oh, das war jetzt nicht so clever, die doch ruhig da reinfallen können. Jetzt muss ich schon überlegen, ey. Wie viele Münzen gibt es in der Pyramide und wie viele nicht? Da hinten waren eigentlich keine, ne? Ne, da war nur die eine rote, das war's. Die kann man verzichten. Was habe ich gesagt? 136 gibt's, ne? Ja, bestimmt. Wir verzichten auf die 8 dann natürlich in der Luft auch. Ja. Ist ja logisch. Die hole ich mir natürlich nicht. Okay, wir nehmen jetzt den Panzer. Aber das sind. Ach doch, du kannst ja auf den Säulen die. Die gelben kriegst du. Achso, diese einer hier, ne? Stimmt, das ja, recht. Und die 2 kannst du ja hier noch schnell holen. Ja, super. Plan vernichtet. Notlandung. Aber ist das nicht da auch ein Panzer? Ne, da ist ein extra Leben drin. Achso, das jetzt habe ich ein Problem. Ah, ne, habe ich nicht. Ich habe noch die Methode 2. Ah, jetzt nimmt er die Mütze. Ja, aber hier sind noch 5, die ich natürlich nicht
liegen lassen möchte. Und schnell wieder in Luft gewinnen. Hier müsst, da müssen extra Leben drin sein, wenn ich mich nicht irre. Aber auch hier sind irgendwo 5. Ja, genau hier. Das war immer mein Problem, dieses Feuer, und dann musste da auf das kleine Stück. Bin ja mal hochgelaufen. Boah! Wie er da mit der magischen Miesmuschel. Hier müsste extra Leben drin sein. Ja. Ja. Das war ich wollte es gar nicht fliegen, ey. 60 Münzen in der Pyramide. Das ist die Frage. Ich riskiere es einfach. Weil ich kann mir nicht. Wo sollen die Münzen denn sonst sein? Hier ist noch ein blauer Schalter. Da? Und das sind dann. Ah, das ist doch gut. Hier sind dann 20, ne? Nee. Ah, ne, 15 nur. Ach, das ist eine Plattform, okay. Die habe ich jetzt natürlich durch die Scheiß. Ich habe ja gesagt am Anfang des Let's Plays, die Kamera wird mein größter Feind werden in dem Game. Und das ist sie auch. Boah! Es ist einfach so, die Kamera ist echt der größte Feind. So. Na, 40 Münzen. Ich glaube, da hinten sind auch noch mal welche drin. Das Schild lesen wir jetzt aus Protestgründen nicht. Nein, natürlich noch ein extra Leben. Davon habe ich aber ja genug Leben. Im Gegensatz zu mir. Ich hoffe jetzt echt, dass hier 40 Münzen noch drin sind, ey. Am besten wären 43 mindestens. Scheiß Kamera, ey. Okay. Man sieht schon hier, also das dauert auf jeden Fall länger. Ich sehe schon, dass wir bei 30 Minuten wieder sind. Das heißt, es wird wieder so ein Part werden, der Überlänge hat. So, vorhin bin ich ja hier hochgesprungen. Das heißt, wir konnten den hinteren Bereich mal gar nicht sehen. Beziehungsweise Janik konnte ihn nicht sehen. Ah, den kenne ich doch. Ich laufe doch den langen Weg, Philipp. Okay, warum jetzt hier die Plattformen sind, keine Ahnung. Also den Treibsand skippt man nicht direkt, weil hier hinter was. Außer vielleicht ein extra Leben. Vielleicht 3 Münzen. Wäre mir sogar ein bisschen lieber. Nein, natürlich ist hier ein extra Leben drin. Wen wundert's? Janik. Nee, ach. Der frittiert mich. Oh, diese Kameraführung. Das ist doch der Rotzdreck, ey. Das extra Leben pfeifig. So, Kamera wieder wechseln. Alter, die Kamera ist das Schlimmste. So, Janik, was meinst du denn, hm? Wann werde ich das erste Mal krepieren? Du hast ja am Anfang gesagt, 2-mal. Ja. Korrigierst du die Aussage mittlerweile, oder? Ah, keine Ahnung. Ich könnte dir zutrauen mit 2. Also 2 auf jeden Fall. Vielleicht auch 1 mehr. Oder 2 mehr. Das ist natürlich die Frage jetzt. Boah, ich bin mir immer unsicher, ob das reicht. Bis nach ganz oben. Zur Not kannst du nochmal rausgehen, oder? Nee, wenn du einmal drin bist, bist du drin. Stimmt. Du hast ja dann noch die Aufgabe mehr drin. Dann wenn du da. Da rechts ist ja jetzt noch eine. Es müsste eigentlich gehen. Guck mal, hier sind wir schon bei 32, 34. Die lasse ich mit Absicht mal da liegen. Drehen bitte. Noch 17. 2. Das könnte sich gerade so ausgehen. Okay, hier befinden sich auch wieder 2. Da befinden sich auch wieder 2. Es fehlen nur noch 13. Also wenn ich da oben gleich 99 sehe, dann kriege ich aber echt die Kretze, ey. Ja, warum? Dann kannst du nochmal runtergehen und den einen da holen, der da war. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht so das Problem. Ne, es sollte. Ja, es geht sich auf jeden. Ja, es geht sich aus. So. Jetzt kommen wir zum Büch. Jetzt kommen wir mal zum Rätsel. Und zwar gibt es hier so eine kleine Abzweigung. Und ich schaue jetzt mal nach unten. Und dann sieht man da eine Münze liegen, ja? Und auf dieser müssen wir jetzt einfach mal landen.
Wenn die Kamera mal mitspielen würde. Würde nicht mitspielen, glaub mir. Eins. So, jetzt geht's weiter. Jetzt geht man hier runter und da sieht man die nächste da unten. Ja, die dreht sich automatisch, das ist gerade das Blöde. Ich suche gerade welche, die sich nicht dreht. Zwei. Jetzt geht's weiter. Dann befindet sich da eine, siehst du? Mhm. Da müssen wir jetzt auch noch drauf springen. Drei. Auch gleichzeitig unter Münzenscan, ist klar. Also es ging sich gerade so aus. Zwei finde ich noch. Also gerade so, also ein Spiel mit dem Feuer. Und so, und jetzt sind wir hier wieder. Jetzt heißt es hüpfen bis zum geht nicht mehr. Das ist dann Münze 4. Und ich habe ja gesagt, die lassen wir mal aus. Weil das wird Münze 5 sein. Und dann das, rutscht man bis zum Stern nach vorne. Dann rutscht man bis zum Stern nach vorne. Das ist das Pyramidenrätsel. Nur man sollte den auch mitnehmen. Und nicht weiter rutschen, ganz nach unten. Damit haben wir Welt 8 complete. Wie ich das bestimmt machen würde. Wenn ich jetzt mich richtig erinnere. Ja, Welt 8 complete.